Zuschauer und herzlich willkommen zu den Nachrichten bei Prometheus. Der römische Gutshof bei Hechingenstein im Zollernalbkreis ist immer wieder für eine Überraschung gut. Vor 40 Jahren hat der Bürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde Stein, Gerd Scholian, im Wald die ersten Mauerreste entdeckt. Jetzt gelang Scholian in der Nähe des römischen Freilichtmuseums ein weiterer Sensationsfund. Was auf dem ersten Blick wenig spektakulär aussieht, ist doch auf dem Boden des ehemaligen Römischen Reiches nördlich der Alpen einmalig. Eine umgekippte Gebäudewand, 16 Meter hoch und in ihrer Architektur komplett erhalten. Aufstrebendes römisches Mauerwerk gibt es zwar nördlich der Alpen durchaus, aber nur von Prachtbauten wie Tempeln und Amphitheatern, nicht von Nutzbauten wie diesem. Nun, wir haben ja erst angefangen mit unseren Untersuchungen, deswegen können wir da noch nicht wirklich abschließend Stellung nehmen. Im Moment gehen wir davon aus, dass es sich um einen großen hallenartigen Bau gehandelt hat, der mutmaßlich als Speicher gedient hat. Eine simple Scheune also, und doch haben sich die Römer bei der architektonischen Gestaltung mächtig ins Zeug gelegt. Das passt zu den übrigen Funden von Hechingenstein. Seit Jahren weiß man, die Anlage des Gutshofes ist wesentlich größer als ursprünglich angenommen. Immer wieder tauchen in den Wäldern um das römische Freilichtmuseum neue Funde auf. Der Besitzer war offenbar ein reicher Römer. Wir kommen da sicherlich schon jetzt zu den größten, die wir überhaupt hier rechts des Rheins, nördlich der Donau, finden können. Klar, es gibt auch größere Anlagen, aber da sind wir dann schon wirklich in den Zentren, die also stark romanisiert sind. Da mag es noch größere, ausgedehntere Anlagen geben. Aber wenn wir hier mal das weite Umfeld anschauen, sind wir mit dieser Anlage sicherlich schon an der Spitze einer sozialen Pyramide. Von gewaltiger Größe war auch der Speicher, 40 Meter lang, 20 Meter breit. Archäologen des Landesdenkmalamts haben an mehreren Stellen die Grundmauern im Waldboden freigelegt. Entdeckt hat die Wand aber Museumsleiter und Vereinsvorstand Gerd Scholjan im vergangenen Winter. Dieser Hügel ist mir schon jahrelang vorher aufgefallen, ein halbrundförmiger Wall, der so über dem ganzen Gelände steht. Und bevor hier schwere Erntemaschinen hereinkamen, habe ich die Forstverwaltung gebeten zu warten, bevor ich einige Sondagen gemacht habe, weil ich habe vermutet, dass hier ein römisches Gebäude drin ist. Die Vermutung war richtig und so sind die Ausgräber immer noch fleißig dabei, mehr vom Gebäude freizulegen und ausstehende Fragen zu klären. Zum Beispiel, warum die Wand umgekippt ist. Sie wird mit der Zeit schräg gehangen haben und dann kann es sein, dass ein großes Erdbeben war. Und das ganze Gebäude ist dann umgefallen. Bei meinen weiteren Forschungen habe ich nämlich festgestellt, dass alle Gebäude, die ich entdeckt habe, hier nach Westen, die also nördlich des jetzigen Traktes der Villa lagen, die sind alle gekippt. Der Gedanke an ein Erdbeben ist nicht so abwegig, liegt Hechingen doch in einer der erdbebengefährdetsten Regionen Deutschlands. Aber auch der Boden, der Knollenmergel, könnte alleiniger Grund für das Umkippen der Mauer gewesen sein. Für die Wissenschaft ist das jedenfalls eine glückliche Fügung. Der Waldboden bedeckte die Mauer und schützte sie somit vor den Menschen des Mittelalters, die römische Mauern gerne als Steinbruch nutzten. Und dieser Waldboden bei Hechingenstein wird wohl auch die kommenden Jahre noch für so manche Überraschung sorgen. Menschliche Stammzellen, sie sollen eines Tages Ersatzgewebe und womöglich ganze Organe liefern, so die Hoffnung der Mediziner. Manche Stammzellen jedoch entwickeln sich nicht wie gewünscht und bilden gefährliche Geschwulste. Jetzt haben Wissenschaftler in England ein Verfahren entwickelt, mit dem schädliche Stammzellen aussortiert werden können. Denn 6 bestimmte Oberflächenmoleküle, so die Erkenntnis der Forscher, sind nur auf den schädlichen Stammzellen vorhanden. Nach möglichen weiteren Molekülen soll in weiteren Experimenten gesucht werden. Zum Schauplatz eines Kunstprojekts ist die Stadt Rottenburg im Landkreis Tübingen geworden. Der freischaffende Medienkünstler Wolfgang Helzle wollte aus insgesamt 100 Einzelporträts ein völlig neues Gesicht erschaffen, den Homo Rottenburgensis. Der Verein Künstlerhof ermöglichte den Rottenburgern dieses Gemeinschaftserlebnis. Unser Bestreben ist ja von uns aus auch, an die Rottenburger Bürger heranzukommen, eine Verbindung herzustellen. Wir wollen keine Insel sein hier, sondern wir wollen Bestandteil der Rottenburger Gesellschaft sein. Und mit diesem Projekt haben wir die Chance, hier diese Verbindung zu stärken, zu intensivieren, zu beleben. 100 Bilder sollten zu einem sogenannten multiplen Porträt übereinandergelegt werden. Dabei verwischen die Gesichtszüge, aber an markanten Punkten, wie Augen oder Nase, verdichten sie sich und bilden dadurch ein einzigartiges neues Gesicht.
Mit seinen Werken geht Hälzle stets der Frage nach, nach der Beziehung zwischen Individuum und Kollektiv. Das Ziel des Projekts hier in Rottenburg ist, also jetzt mal zuerst von meiner Position als Künstler, geht es darum, etwas darzustellen, der Versuch, etwas darzustellen, was es eigentlich nicht bildlich gibt, nämlich das Gemeinwesen. Also wie sehen wir aus? Nicht der Einzelne, das kennen wir ja, sondern wie sehen wir aus als Gemeinwesen? Und das ist ein Versuch in diese Richtung, auch sicherlich eine Fragestellung, die ja ganz aktuell ist. Wer sind wir überhaupt? Wo gehöre ich dazu? Wo fühle ich mich zu Hause? Wer sich für das fertige Bild des Homo Rottenburgensis interessiert, kann dieses auf Anfrage beim Rottenburger Künstlerhof einsehen. Das waren die Nachrichten von Prometheus, ihrem Wissenschaftsfernsehen für Baden-Württemberg. Aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Wissenschaft sehen Sie jeden Tag 24 Stunden auf unserem Digitalkanal, landesweit im digitalen Kabelnetz der KabelBW oder weltweit im Internet unter www.prometheus.tv. Also schauen Sie mal rein. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.